Herr Jesus, du lebendiger Heiland. Unser Herz ist unruhig in uns und friedelos, solange es nicht dir gehört. Und nun schenke doch heute Abend das Große, dass Menschenkinder dich finden. Amen. Wir haben heute Abend das Thema Gott ja, aber wozu Jesus? Sehen Sie, so ein alter Pfarrer wie ich, so in einer Großstadt gelebt hat ein Leben lang, der kriegt im Lauf der Jahre etwa 6 Schlagworte permanent zu hören. Eins heißt, wie kann Gott alles zulassen? Eins heißt, Kain und Abel waren 2 Brüder, einer schlug den anderen tot, war der andere seine Frau her. Und so. Und eins der beliebten Schlagworte ist das, Herr Pfarrer, Sie reden immer von Jesus. Das ist doch fanatisch. Das ist doch fanatisch. Es ist doch ganz egal, was man für eine Religion hat. Hauptsache, man hat Ehrfurcht vor dem Hören, dem Unsichtbaren. So einleuchtend, nicht? Hat mein großer Landsmann Goethe, ich habe mal von Frankfurt schon gesagt, Gefühl ist alles Name, Schall und Rauch. Ob du Allah, Buddha, Schicksal oder höheres Wesen sagst, das ist ganz egal. Hauptsache, du hast einen Glauben. Es ist fanatisch, den präzisieren zu wollen. Das denken doch 50% von Ihnen auch, nicht? Ich sehe die alte Dame noch vor mir, die mir sagte, oh, Herr Pfarrer, Sie immer mit Ihrem Jesus-Gerede. Hat nicht Jesus selber gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen? Da haben Sie alle Platz. Meine Freunde, das ist ein ganz großer Schwindel. Ich stand mal auf dem Flugplatz Tempelhofer Feld. Da gingen wir durch zum Flugzeug, da muss man nochmal durch so eine Passkontrolle. Und da ist vor mir so ein großer Herr, wissen Sie, so ein zweistöckiger, großer Reisediger unterm Arm und reicht seinen Pass da rein, so ein bisschen eilig. Und da sagt der Beamte, Moment mal, Ihr Pass ist abgelaufen. Da sagt der Herr, seien Sie mal nicht so kleinlich, Hauptsache ich habe einen Pass. Da sagt der Beamte, nee, Hauptsache, Sie haben einen richtigen Pass. Und so möchte ich sagen, so ist mit dem Glauben. Lieben Freunde, es kommt nicht drauf an, dass ich irgendeinen Glauben habe. Jeder hat einen. Neu sagt mir einer, ich glaube, dass 2 von drinnen eine gute Suppe gibt. Ist auch ein Glaube, nicht? Ich bin auch ein Dünner. Jeder hat schon irgendeinen Glauben. Es kommt nicht drauf an, dass Sie irgendeinen Glauben haben. Sondern es kommt darauf an, dass Sie einen richtigen Glauben haben, mit dem man leben kann. Auch wenn es sehr dunkel wird. Der einem Halt gibt, auch wenn es große Versuchungen gibt. Auf dem man sterben kann. Sterben ist eine große Probe. Und es gibt nur einen richtigen Glauben, mit dem man richtig leben und richtig sterben kann. Das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes. Jesus hat mal selber gesagt, ich bin die Tür. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, aber nur eine Türe. Durchs Fenster kommt man da nicht rein. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Jesus ist die Tür. Ich weiß, das wollen die Leute nicht hören. Über Gott kann man stundenlang quatschen, nicht? Stell mir Gott so vor und so vor, aber Jesus. Und ich sage Ihnen, nur der Glaube an Jesus, den Sohn Gottes, ist ein rettender, seligmachender Glaube, mit dem man leben und sterben kann. Wie lächerlich das den Leuten erscheint,
Ein kleines Erlebnis, dürfen Sie ruhig mal lachen. Da gehe ich mal vor Jahren in Essen über die Straße, da stehen zwei Bergleute an der Straße. Da sagt der eine, guten Tag, Pastor. Und da sage ich, kennen wir uns? Und da sagt er zum anderen, das ist der Pastor Busch. Weißt du, das ist ein ganz ordentlicher Junge. Danke, sage ich. Da sagt er bloß, der hat einen Vogel. Ein Vogel, sage ich, da wurde ich ärgerlich, nicht? Wieso habe ich einen Vogel? Und da sagt er wieder zum anderen, er spricht immer von Jesus. Oh, sagte ich, das ist kein Vogelmensch. In 100 Jahren sind sie in der Ewigkeit, da hängt's dran, ob sie Jesus gehabt haben, ob sie im Hölle oder im Himmel sind. Das ist kein Vogel. Kennen Sie Jesus? Siehst du, sagt er, fängt er schon wieder an. Ich will davon auch anfangen jetzt. Es gibt ein Wort in der Bibel, das will ich am Anfang stellen. Das heißt so, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Sehen Sie, der Teufel glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und der Heiland, aber er hat ihn nicht. Sie haben im Unterricht mal gelernt von Jesus, aber Sie haben ihn nicht. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, hier und in Ewigkeit. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sie kennen das Sprichwort, wer hat, der hat, nicht, wer hat, der hat. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat nicht. Und ich möchte Sie heute Abend überreden, dass Sie um ihretwillen, dass Sie Jesus aufnehmen oder ihm Ihr Leben geben. Es ist ein jämmerliches Leben ohne ihn. Nun will ich Ihnen sagen, warum Jesus ein und alles ist, warum der Glaube an Jesus der richtige Glaube ist. Oder ich will es lieber ganz persönlich ausdrücken, ich möchte Ihnen jetzt sagen, warum ich persönlich an Jesus glaube und ihn haben muss. Erstens, ein paar Punkte. Erstens, Jesus ist die Offenbarung Gottes. Ohne Jesus wisst ihr von Gott gar nichts. Wenn mir einer sagt, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus, sage ich, also Mensch, das ist ja dummes Zeug. Ohne Jesus weißt du gar nichts von Gott. Gott ist völlig verborgener Gott. Da können die Leute sich dann Gott zurecht machen, ihn dahin projizieren, einen lieben Herrgott, der einen ehrlichen Deutschen nicht im Stiche lässt, wenn er nur jeden Tag ein Bier trinkt, nicht oder so. Das ist doch gar nicht Gott. Oder Allah, Buddha, nicht? Das ist ja alles Projektion unserer Wünsche. Ohne Jesus wissen wir nicht von Gott. Jesus ist die Offenbarung Gottes. In Jesus ist Gott zu uns gekommen. Ich will das mal ein Bild klar machen. Stellen Sie sich mal eine dichte Nebelwand vor. Hinter der Nebelwand verborgen ist Gott. Er ist ein verborgener Gott. Ein schrecklicher Gott. Ein heiliger Gott. Und nun können die Menschen nicht ohne ihn leben. Und da fangen sie an, ihn zu suchen. Und dringen in die Nebelwand ein. Und das sind die Religionen. Alle Religionen sind ein Suchen der Menschen nach Gott. Und allen Religionen ist gemeinsam, sie sind im Nebel verirrt, sie haben ihn nicht gefunden. Allen Religionen gemeinsam, sie haben ihn nicht gefunden, er ist verborgen. Und da hat ein Mann aus Herzensgrund, Jesaja ist der, geschrien. Herr, wir können nicht zu dir kommen. Oh, dass du die Nebelwand zerrissest und kämst zu uns. Und denken Sie, den Schrei hat Gott gehört. Und er hat die Nebelwand zerrissen und ist zu uns gekommen in Jesus. Als die Engel auf Bethlehems Felde in Sprechchören sagten, euch ist heute Heiland geboren, Ehre sei Gott euer, da war Gott zu uns gekommen. Und jetzt sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Ohne Jesus weiß ich nichts von Gott. Er ist die einzige Stelle, wo ich Gewissheit über Gott kriegen kann. Wie kann man sagen, ich kann ohne Jesus leben? Zweitens,
Sie verstehen, dass ich das alles sehr kurz sagen muss und noch vieles auslassen, nicht? Ich möchte, wir hätten Zeit bis heute Nacht um 12, so viele Punkte könnte ich hier nennen. Aber ich nenne jetzt bloß die wichtigsten. Zweitens, warum ich Jesus haben muss. Erst die Offenbarung Gottes. Zweitens, ich will es mal so ausdrücken, er ist die rettende Liebe Gottes. Er ist die rettende Liebe Gottes. Ich muss Ihnen das erklären. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Journalisten gehabt. Der interviewte mich und der sagte, warum halten Sie eigentlich so Vorträge? Da habe ich gesagt, die halte ich, weil ich Angst habe, dass die Leute in die Hölle kommen. Und da hat er gelächelt und gesagt, gibt's doch gar nicht. Da habe ich gesagt, warten Sie es doch ab. In 100 Jahren wissen Sie es. Ob Sie recht haben oder Gottes Wort. Sagen Sie, habe ich zu ihm gesagt, haben Sie schon mal vor Gott gefürchtet? Nein, sagt er, vom lieben Gott habe ich noch keine Angst. Da habe ich gesagt, dann rede ich mit Ihnen nicht weiter. Sie sind unterm Strich wie eine dumpfe Ahnung hat von Gott, der begreift, dass es nichts Schrecklicheres gibt als ihn. Den Richter. Meinen Sie, er schwiege zu Ihren Sünden? Hat man Ihnen erzählt vom lieben Gott? Die Bibel sagt das so nicht. Du musst erfahren und inne werden, steht in der Bibel. Wie viel Jammer und Herzeleid bringt den Herrn deinen Gott verlassen und ihn nicht fürchten? Haben Sie ihn gefürchtet? Sie haben noch gar nicht angefangen, überhaupt die Wirklichkeit zu sehen. Und wenn das losgeht, dann fragt man, wie soll ich denn vor Gott bestehen? Ich muss einfach persönlich sagen, ich war junger Leutnant im Ersten Weltkrieg und da fiel neben mir ein Kamerad in dem Augenblick, als ich ihm einen schmutzigen Witz erzählte. Einmal war er tot. Ich erzählte meinen Witz fertig, rede mich rum, da lacht er gar nicht. Da sei was los, Kutscher, Kutscher hieß er. Da sehe ich, der ist tot. War ein Splitter hier reingefahren, Granatsplitter, war tot. Und da war ich erst noch so zynisch, war damals ganz gottlos. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so Vorträge hielte. Und da sage ich, Mensch, bist du unhöflich, dass du abgehauen bist, ehe ich meine Pointe erzählt habe. Abgehauen. Wo ist denn der hin? Und da brauchte ich keinen Pfarrer, da war mir in dem Augenblick klar, der steht jetzt vor Gott. Und dann kam das Schrecken. Wenn ich jetzt den nächsten Schuss kriege, dann stehe ich jetzt, wie ich bin, vor Gott. Und dann fiel das Schrecken auf mich. Da habe ich noch alles vorgesucht. Ich bin doch nicht schlechter wie andere und ich habe noch kein Kind bestohlen und war mir klar, wenn ich jetzt einen Schuss kriege, dann bin ich ewig verloren. Ich habe alle Gebote Gottes übertreten. Da kam das Schrecken über mich und ich fragte mich, wie kann ich errettet werden vor dem Zorne Gottes? Ich glaube, es ist die größte Dummheit unserer Zeit, dass man den Zorn Gottes nicht mehr fürchtet. Es ist ein Zeichen der völligen Verstumpfung, wenn ein Volk den Zorn Gottes nicht mehr fürchtet. Professor Heim erzählt mir, wie er auf einer China-Reise nach Peking kam, war also vor dem roten China. Und da wurde er zu dem Altar des Himmels geführt, das ist ein Berg, auf dem oben Altar stand. Und dann wurde ihm erklärt, dass in der Nacht der Versöhnung dieser Berg erfüllt ist mit Hunderttausend von Menschen, die Lampions haben. Und dann geht der Kaiser rauf, damals war es auch die Kaiser da, und bringt das Versöhnungsopfer für sein Volk. Und wie Professor Heim uns das erzählte, fuhr er fort. Diese Heiden wussten etwas vom Zorn Gottes, dass der Mensch Versöhnung braucht. Und da gibt die Mitteleuropäer meint, er könne vom lieben Gott reden und der wäre glücklich, wenn er überhaupt bloß seine Kirchensteuer bezahlt. Fangen wir mal an, wieder Gott zu fürchten.
dann verstehen wir, wo ist denn Rettung vor dem Zorn Gottes? Wir haben doch alle gesündigt, Sie nicht? Natürlich. Wo ist denn Rettung? Und da geht ihn auf Jesus. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, aber er kann nicht ungerecht sein. Er kann nicht schweigen zur Sünde. Und darum hat er seinen Sohn gegeben zur Versöhnung. Da ist, gehen Sie mit mir nach Jerusalem. Und da ist ein Hügel vor der Stadt. Da sehen wir tausend von Menschen und über die Köpfe ragen drei Kreuze. Links der ist einer wie wir, so ein Sünder. Rechts auch, aber der in der Mitte. Der in der Mitte. Sehen Sie ihn an, den Mann in der Dornenkrone. Den Sohn des lebendigen Gottes angenagelt. Du edles Angesicht, der vor das Reich der Welt erschrickt und wird zunichte. Wie bist du so entstellt? Warum hängt der da? Dieses Kreuz ist der Altar. Und er ist das Lamm Gottes der Welt, sündeträchtig, der versöhnt mit Gott. Sehen Sie, solange Sie Jesus nicht gefunden haben, stehen Sie unter Gottes Zorn, auch wenn Sie es nicht merken, auch wenn Sie es leugnen. Und nur wer zu Jesus gekommen ist, steht unter Frieden Gottes. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Lassen wir ein ganz dummes Beispiel brauchen. Als ich im Ersten Weltkrieg Soldat war, war ich Artillerist. Da hatten wir Kanonen mit so Schutzschilden. Und da standen wir einmal ohne Infanterie vorne. Und dann kam ein Angriff. Mit Panzern, mit Tanks nannten wir es damals. Und dann gingen die Infanteriegeschosse auf unsere Schutzschilde wie Hagel. Aber die waren so stark, dahinter waren wir geborgen. Und da hat mich so ein Moment gepackt, wenn ich jetzt bloß die Hand in dem Schutzschild rausstrecke, dann wird sie durchsiebt, bin ich verloren, aber in dem Schutzschild geborgen. Und sehen Sie, das mir Jesus geworden. Ich weiß, ohne Jesus vergehe ich im Gericht Gottes. Da habe ich keinen Frieden im Herzen, kann ich tun, was ich will. Und da kann ich nicht sterben ohne tödliche Angst und wandere ins Verderben. Es gibt ein ewiges Verderben, warten Sie nur ab. Aber wenn ich hinter dem Kreuze Jesu stehe, bin ich in einem Schutzschild. Mein Versöhner. Mein Versöhner. Gott hat ihn uns gegeben. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Darum hat er seinen Sohn gegeben. Zur Versöhnung. Drittens, das überschneidet jetzt sehr stark mit dem, was ich eben sagte. Warum ich an Jesus glaube? Er ist die Offenbarung Gottes. Er ist die Offenbarung der Retterliebe Gottes. Drittens. Er ist der Einzige, der mit der größten Problem unseres Lebens fertig wird. Wissen Sie, was das größte Problem unseres Lebens ist? Ah, Sie meinen natürlich Ihre Galle oder Ihre Niere oder was gerade krank ist, nicht? Ein tolles Problem. Bei den Jüngeren ist es dann so, das Mädchen, der Junge und so, nicht wahr? Es hat jeder so seine Probleme. Glauben Sie mir, das größte Problem unseres Lebens ist unsere Schuld vor Gott. Ich war lange Jahre Jugendpfarrer mit solchen Schlägern, wie Sie hier vorne sitzen, solchen lieben Jungs, wie Sie hier vorne sitzen. Keine Revolution, ich habe noch jede Revolution im Kampf. Also mit solchen stabilen Bossen. Und ich habe immer neue Bilder versucht, um ihn klar zu machen. Ich möchte eins von den Bildern brauchen. Ich habe gesagt, stellt euch mal vor, wir haben einen eisernen Ring um den Hals von Natur. Und jedes Mal, wenn ich sündige, wird ein Kettenglied hier angeschmiedet. Ich habe einen schmutzigen Gedanken, ein Kettenglied. Ich bin frech gegen meine Mutter, neues Kettenglied. Ich habe böse geredet über andere Leute, Kettenglied. Ein Tag ohne Gebet. Als wenn Gott nicht wäre, ein Kettenglied. Das sind Unehrlichkeit, Lüge, ein Kettenglied. Überlegen Sie mal, wie lang die Kette ist, die wir hinter uns herschleifen. Verstehen Sie? Die Schuldkette. So real ist Schuld vor Gott. Auch wenn man die sieht man nicht, diese Kette.
Aber die ist riesenlang und die schleppen wir mit. Ich frage mich, ob warum die Menschen gar nicht fröhlich und glücklich sein können. Nee, Sie haben es doch so gut jetzt hier in Oberstdorf, ihr lieben Kurgäste. Aber sind Sie glücklich? Dann ist Wetter, dann scheint die Sonne, dann sagen Sie, es ist so heiß. Aber Sie können nicht glücklich sein. Das ist doch klar, weil Sie die Schuldkette mit sich rumtragen. Und die nimmt Ihnen kein Pfarrer und kein Priester und kein Engel. Und Gott kann sie nicht wegtun, weil er gerecht ist. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und nun ist da Jesus. Er ist für meine Schuld gestorben. Er hat sie bezahlt, als er starb. Darum ist er imstande, mir die Schuldkette abzunehmen. Der Einzige. Und ich möchte Ihnen sagen aus Erfahrung, das ist eine Befreiung zu wissen, ich habe Vergebung meiner Sünden. Das ist die größte Befreiung im Leben. Und erst im Sterben, was meinen Sie, ihr Alten? Sterben und Vergebung der Sünden haben. Oder in die Ewigkeit gehen und alles mitnehmen müssen. Schauerlich, schauerlich. Ich kenne Leute, die haben ihr Leben lang gesagt, ich bin gut, ich bin gut. Und dann sterben sie und lassen die letzte Hand los. Und dann entdecken sie, das Schiff unseres Lebens fährt auf dem dunklen Strom der Ewigkeit Gott entgegen. Sie haben nichts mitnehmen können, kein Häuschen, kein Konto, kein Sparkassenbuch. Nur ihre Schuld. So fährt man vor Gott. Schauerlich. Das ist sterbender Mensch. Und wenn Sie sagen, sterben Sie alle, dann sterben Sie alle so. Sie müssen nicht so sterben. Jesus gibt Vergebung der Sünden. Das ist jetzt schon die größte Befreiung. Jetzt schon. War ein junger Bursche von 19, 18 Jahren, als ich das erfuhr. Das war, die Kette fiel ab. Das heißt, ein Liede, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Sie sind's in Jesu Namen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erfahren. Gehen Sie hin zu Jesus heute Abend, er lebt, er wartet auf Sie und sagen Sie ihm, Herr, mein Leben ist ganz verkorkst und voll Schuld, habe ich immer verschwiegen und gut von mir geredet. Jetzt lege ich es dir hin. Jetzt will ich glauben, dass dein Blut das wegnimmt. Jetzt will ich das glauben. Das ist eine herrliche Sache, die Vergebung der Sünden. Im 17. Jahrhundert lebt in England ein Mann, der hieß Bunyan. Der Bunyan wurde um seines Glaubens willen ins Gefängnis gesperrt. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Der Mensch hat sich immer verändert, aber Gefängnisse sind geblieben. Nicht wahr? Das ist wundervoll. Nächstes Wort Gottes sind Gefängnisse das stabilste, was es in der Menschheit gibt. Den haben sie als seines Glaubens willen in den Kahn gesperrt. Und er hat jahrelang, und da hat er ein Buch geschrieben. Ein wunderschönes Buch, was heute noch aktuell ist. Da schildert er das Leben eines Christen wie eine Wanderung. Wie der Riese Verzweiflungen überfällt und so weiter. Wie eine ganz gefährliche, abenteuerliche Wanderung schildert das Leben eines Christen. Das fängt so an. Da lebt einer, der Christian, in der Stadtwelt. Und auf einmal wird er unruhig. Das stimmt hier nicht. Ich müsste raus. Ich bin friedelos. Ich bin unglücklich. Er redet mit seiner Frau, die sagt, du bist nervös. Du musst nach Oberstdorf ein bisschen erholen und so. Aber das hilft ihm alles nichts. Nicht? Die Unruhe bleibt ihm. Und eines Tages merkt er, er muss raus aus dieser Stadt. Und dann flieht er. Und als er raus ist und loswandert, so ist es geschildert, nicht das Leben des Christen, seine Bekehrung aus der Welt. Da merkt er, er hat eine Last auf dem Buckel. Er will sie abtun, er kriegt sie nicht los. Je weiter er wandert, desto, er hat die Last bisher nie gespürt. Die war selbstverständlich. Aber als er sich entfernt von der Stadt will, wird die Last immer größer. Schließlich kann er kaum mehr wandern. Das wird sehr ausführlich von dem Bunyan geschildert. Und dann geht er mühselig ein Pfad im Gebirge hoch. Er kann kaum mehr mit der Last. Und da kommt er um eine Wegbiegung, da steht ein Kreuzbild. Das taucht vor ihm auf. Und da sinkt er beinahe bewusstlos vor diesem Kreuz nieder und hält sich dran und blickt da empor in dem
Augenblick spürt er, wie seine Last sich löst und polternd in den Abgrund stürzt. Ein wunderbares Bild für das, was ein Christ erlebt, oder ein Mensch erleben darf am Kreuze Jesu Christi. Hier schaue ich hin, der Heiland wird mich bezahlt. Hier wird meine Schuldkette abgetan. Hier werde ich meine Last los. Das kann ihn nur Jesus geben, die Vergebung der Sünden. Wie kann einer sagen, das ist fanatisch, wenn man immer von Jesus redet. Meine lieben Freunde, Jesus ist der einzige Befreier von Schuld. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie ist doch ein bisschen warm hier, nicht? Schlafen Sie schon ein, Sie Ärmste. Aber sind Sie mal hier mitgefangen, mitgegangen, ich muss Ihnen was sagen. Warum ich an Jesus glaube, er ist die Offenbarung Gottes, die Retterhand Gottes, der, der mit meiner Schuld fertig wird. Jesus, der gute Hirte. Haben Sie doch alle schon in Ihrem Leben erlebt, wie einsam man sein kann, nicht? Wie unendlich einsam man sein kann. Wie leer das Leben sein kann. Und dann spüren Sie plötzlich, ach, mir fehlt was. Was fehlt mir denn? Ich will Sie Ihnen sagen, es fehlt Ihnen der lebendige Heiland. Ich habe eben erzählt, wie Jesus am Kreuze starb, wo er unsere Schuld bezahlt hat. Merken Sie sich den Satz, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und dann hat man ihn in Grab gelegt, so ein Felsengrab. Und da wurde so eine Felsplatte davor gelegt, gewälzt. Und damit er ja tot war, hat der römische Statthalter ein Siegel angebracht, so ein Band, was an beiden Enden versiegelt wurde, und hat noch Posten davor aufziehen lassen, römische Legionäre. Römische Legionäre waren Kerle, stelle ich mir großartige Burschen vor. Die hatten in allen Ländern der Erde gekämpft, bis in Gallien, also Frankreich, in Germanien, in Asien und in, wo man sich nur denken kann, in Afrika, narbenbedeckte Burschen. Die stehen im Morgengrauen des dritten Tages, Schild am Arm, in der rechten Hand das Spiel um den Wurfspeer, den Helm auf dem Kopf. Römischer Legionär wachte, da konnte man sich drauf verlassen. Und dann wird es auf einmal Tag hell. Die Bibel sagt, ein Engel vom Himmel schleudert den Stein weg. Und Jesus kommt aus dem Grabe. So gewaltig ist das, dass die Kriegsknechte in Ohnmacht sinken. Ein paar Stunden später begegnet Jesus einem armen Mädchen. Die Bibel sagt von ihr, sie hatte 7 Teufel in sich. Die hatte Jesus befreit. Und die weinte da. Und da kommt Jesus zu ihr. Und die wurde nicht in Ohnmacht geworfen. Wissen Sie? Die wurde nicht ohnmächtig. Die freute sich. Mein guter Hirte ist bei mir. Und sehen Sie, darum möchte ich Jesus haben. Ich brauche einen, dessen Hand ich halten kann. Mir das Leben in sehr dunkle Tiefen geworfen. Ich habe in narzisstischen Gefängnissen gesessen, da gab es Stunden, wo ich dachte, jetzt ist noch ein Schritt, wo das dunkle Reich des Wahnsinns beginnt. Wo das dunkle Reich beginnt, wo man nicht zurückkam. Und dann kam Jesus. Bezeuge ihn das so. Ich habe einen Abend in meiner Zelle erlebt, da war die Hölle los. Da hatten sie so einen durchgehenden Transport von Leuten gebracht, die in KZ gebracht wurden, die gar keine Hoffnung mehr hatten. Teils Kriminelle, teils schuldlose Leute, Juden. Und die packte an einem Samstagabend die Verzweiflung und dann brüllte alles los. Das könnte ich gar nicht vorstellen. Ein ganzes Haus mit lauter Zellen voll Verzweiflung, wo alles schreit, wo sie toben gegen die Wände, gegen die Türen. Die Wärter werden nervös, knallen mit Revolvern in die Decke, rennen rum, prügeln einen zusammen. Und ich saß in meiner Zelle und denke, so wird die Hölle sein. Das kann man schlecht schildern. Und dann fällt mir ein, Jesus, er ist ja da. Ich erzähle ihm, was ich selber erlebt habe. Und dann habe ich nur leise in meiner Zelle, leise,
gesagt, Jesus. 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 Und in 3 Minuten wurde es still. Und dann tat ich was. Verstehen Sie? Ich rief ihn an, das hörte keiner. Und die Dämonen mussten weichen. Und dann sang ich, was streng verboten war, ganz laut, Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Und alle Gefangenen hörten es. Die Wärter sagten kein Wort, das ich laut sang. Mach von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Meine Freunde, da habe ich etwas gespürt, was das bedeutet, einen lebendigen Heiland zu haben. Wir müssen einmal alle durch eine ganz große Not, durch die Not des Sterbens. Hat mir mal einer gesagt, ihr Pfarrer macht den Leuten über Angst mit dem Sterben. Ja, wie gesagt, brauche ich keine Angst zu machen, haben wir ja alle Angst vor. Und gerne Hand halten dürfen. Aber man sagt mir, und das ist richtig, der heutige Mensch hat weniger Angst vor dem Sterben als vor dem Leben. Das Leben ist schrecklich. Schlimmer wie Sterben. Das Leben. Meine Freunde, im Leben einen Heiland haben. Ich muss Ihnen mal eine Geschichte erzählen, die habe ich oft erzählt. Die ist unglaublich. Da hatte ich in Essen einen Herrn aus der Industrie kennengelernt. So wohlgelaunt, da wissen Sie so, Herr Pfarrer, das ist nett, dass Sie die Kinder zum Guten anhalten und so. Nee, die haben doch mal 100 Markschein für Ihre Arbeit. Na, ich sage, und Sie selber? Nein, Herr Pfarrer, wissen Sie, ich bin doch schon eine eigene Weltanschauung und, verstehen Sie, na, da auf dem Dujardin, so etwa, nee. Wissen Sie, guter Kerl, aber fern von Gott wie der Mond vom Sirius. Und dann war eines Tages eine Trauung. Und das ist oft so ein bisschen trostlos, diese riesenkahle Kirche. Und dann kommt da das Brautpaar und so vielleicht 10 Leute und er war Trauzeuge. Die sitzen dann so ein bisschen verloren in der riesigen Kirche. Und der arme Mann tat mir so leid, den Zylinderhut hat und fragt sehr elegant. Und er wusste jetzt einfach nicht, wie man sich in der Kirche benimmt. Man merkt ihm an, soll ich jetzt niederknien oder muss ich ein Kreuz schlagen oder was? Er hatte keinen Dunst, nicht? Und, na, ich habe ihm so ein bisschen, ich nahm den Zylinder ab und legte ihn auf die Seite. Und dann wurde ein Lied gesungen, da hat er natürlich keine Ahnung, aber er tat so, können Sie sich den Knaben vorstellen, nicht so, richtig ein Mann, der die Welt passt. Und dann passiert was ganz Merkwürdiges. Die Braut war Helferin im Kindergottesdienst gewesen und da sangen nun bei der Hochzeit etwa so 30 kleine Mädchen von der Galerie runter ein Lied. Also mit den süßen Stimmchen sangen sie das ganz einfache Kinderlied, das kennen Sie vielleicht. Weil ich Jesus Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten. Und da denke ich, was ist mit dem Herrn da los? Wird er krank? Der sackt zusammen, schlägt die Hände vors Gesicht, zittert so. Ich denke, dem ist was zugestoßen, ich muss Sanitäter rufen. Und dann merke ich, der Mann weint. Hemmungslos. Über meinen guten Hirten, sagen die Kinder, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und ab. Unaussprechlich süße Weide. Und da ist der Mann, der große Industrielle, und weint. Und da begriff ich auf einmal, was da passiert in der kahlen Kirche. Dem Mann ging auf, die Kinder haben was, was ich nicht habe. Ich bin ein einsamer, verlorener Mann. Ihr Männer, Sie können es im Leben nicht weiterbringen, als dass Sie sagen können, wie diese Kinder, ich freue mich, dass ich zur Herde Jesu Christi gehöre. Sie können es nicht weiterbringen. Sehen Sie, dass Sie das sagen können.
Warum ich an Jesus glaube? Weil er der gute Hirte ist, der gute Freund, mein lebendiger Heiland. Ich muss noch ein letztes, noch 5 Minuten, geht noch 5 Minuten. Danke. Warum ich an Jesus glaube? Schade, ich lasse 15 Punkte weg, nicht wahr? Und neben dem letzten. Warum ich an Jesus glaube? Weil er der Fürst des Lebens ist. Also da hatte ich mal so eine Freizeit vor Jahren im Böhmerwald. Und dann waren die Jungs abgereist und ich musste noch einen Tag warten, dass ich im Auto abgeholt wurde. Und wohnte den Abend in einem alten Jachtschloss aus irgendeinem bayerischen König oder Fürsten Maximilian, dem 27. gehört hatte. Und da wohnte bloß noch so ein Förster, das Ding war halb verfallen in der Gegend vom großen Aber. Und da war kein elektrisches Licht, so ein Riesenzimmer, so ein Kamin, da hat er ein bisschen Feuer gemacht, so ein offener Kamin, stellt mir Petroleumlampe hin und sagt, gute Nacht. Und draußen heult der Sturm und der Regen peitscht die Tannen, die ums Haus rumstanden. Also, wissen Sie, richtig Stelle, um eine Räubergeschichte zu erleben. Und ich hätte auch gar nichts weiter zu lesen, und da finde ich auf dem Kaminsims ein Broschürchen. Und da las ich in der Verzweiflung das bei der Petroleumlampe. Und sowas Schreckliches habe ich noch nie gelesen. Es hat ein Arzt geschrieben. Ein Arzt hat seine Wut gegen den Tod da ausgekocht im Schriftchen. Seitenweise. Oh, du Tod, du Feind der Menschheit. Jetzt habe ich eine Woche gerungen um ein Menschenleben und denke, ich habe den Mann über den Berg. Und dann erhebst du dich grinsend in der Bettstatt und greifst zu und alles war vergeblich. Und ich kann Menschen heilen und dann weiß ich, es ist doch vergeblich. Du kommst mit einer Knochenhand. Oh, du Betrüger, du Tod, du Feind. Zeilenweise wissen Sie nur um Hass gegen den Tod. Und dann kam das Schrecklichste. Du Punkt, du Tod, du Punkt, du Ausrufezeichen. Und dann hieß es wirklich so, oh verdammt, wenn du doch ein Ausrufezeichen wärst. Aber wenn ich dich ansehe, dann verwandelst du dich in ein Fragezeichen. Und ich frage mich, ist der Tod ein Ende oder ist er nicht ein Ende? Was kommt? Tod, du gemeines Fragezeichen. Nee, das ist es. Ich kann Ihnen sagen, die Bibel erklärt es uns, dass mit dem Tode nicht alles aus ist. Jesus, der Bescheid weiß, hat gesagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Hier fallen die Würfel. Und nun freue ich mich, dass ich einen Heiland habe, der hier schon das Leben gibt und das Leben ist und zum Leben führt. Darum verkündige ich ihn so gern. Sehen Sie, war im Ersten Weltkrieg wochenlang bei Verdun, das war so eine große Schlacht. Und da lagen zwischen den Linien so viele Leichen. Und die rochen. Ich bin mein Leben lang den Leichengeruch nicht mehr losgeworden, diesen süßlichen Leichengeruch. Und ich rieche ihn immer, wenn ich so ein Ehrenmal sehe, es fielen fürs Vaterland, dann rieche ich den Geruch von Verdun, den Leichengeruch. Und wenn ich denke, in 100 Jahren sind wir alle nicht mehr da, dann weht mich der Todeshauch an, dieser entsetzliche Todeshauch. Spüren Sie den nicht? Und in dieser Todeswelt, einer, der von Toten auferstanden ist, wirklich auferstanden, und der sagt, denken Sie, ich lebe und ihr sollt auch leben. Glaubt an mich, kommt her zu mir, bekehrt euch zu mir, werdet mein Eigentum, ich führe euch zum Leben. Das ist nicht wundervoll. Wie kann man in dieser Todeswelt überhaupt leben, ohne diesen Heiland, der das Leben ist und von Toten auferstanden ist und zum ewigen Leben führt? Lassen Sie mich ein kleines Bild brauchen. Da war eine Straße, an einem Novemberabend, eine Landstraße, es regnete, es schneide durcheinander, der Wind blies, war kalt, und auf der Straße wandern 2 Leute. Ein Mann, Kragen hoch, ohne Mantel, und ganz egal, was es ist, geht trostlos dahin, ein Landstreicher.
Er kann so rumlaufen, nur so rum, er hat keine Heimat. So wandern die meisten Leute durch die Welt. Sie haben kein Ziel. Wo geht's mit ihnen hin? Sie haben kein Ziel, trostlos. Der gottlose Philosoph Nietzsche hat gesagt, in einem Gedicht, die Krähen ziehen schweren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Sie auch keine ewige Heimat. Und da kommt ein anderer Wanderer auf der Landstraße. Der hat denselben Sturm, denselben Dreck, denselben Wind, denselben Regen und Schnee. Aber der pfeift ein Lied und geht mit wackerem Schritt. Warum macht das dem nichts aus? Er sieht da drüben die Lichter seiner Heimat. Da ist er zu Hause, da ist warm. Da macht der Regen nichts aus, eine halbe Stunde ist er zu Hause. So gehen die Leute durch die Welt, die Jesus gehören. Jesus gibt uns eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Und ob das hier durch Stürme und Dreck geht, wir sehen die Lichter der Heimat vor uns. Im 30-jährigen Krieg hatte einer gedichtet, so will ich zwar nun treiben mein Wesen durch die Welt, doch denke ich nicht zu bleiben in diesem fremden Zelt. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt, da mich ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so durch die Welt gehen können. Das können Sie mit Jesus.